Moin Mädels! Moin Jungs! Ich bin's wieder, euer Kacho de Kalle Kuschinski. Gestern Abend in meinem Stream habe ich mit einer grandiosen Runde Gartic Phone gespielt, Alter. Das Besondere daran ist, dass das alles Leute sind, die in verschiedenen Gruppen dafür bekannt waren, dass sie absolut kacke sind. Versteht ihr, wie ich mein, Alter? Ich habe euch hier eine absolut lustige Runde rausgesucht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer für euch der Schlechteste von allen war, ne? Und schaut gerne mal in der Beschreibung vorbei, da habe ich alle verlinkt, die mit dabei gewesen sind. Und jetzt muchos spaßos de la Gartic Phonos. Ja, kommt Trille, jetzt nicht eigentlich noch gleich. Trill? Ja, Trille wollte oh, fuck, kommen. Geht da schon los. Ja, aber Nika hat nicht so viel Zeit, deswegen. Keine Ahnung. Fuck, ich kann nicht schreiben. Einfach schnell irgendwas genommen. Irgendwie dachte ich, dass die Zeit schneller vorbeigeht. Da bin ich jetzt echt gespannt. Okay. Wie die Mann kommt jetzt von hinten? Are you kidding me? Geht's dir gut? Nein, gar nicht. I'm sorry, aber der Satz ist Premium. Warte mal, ich weiß nicht, wie ich das von hinten malen soll. Ich hab grad irgendwie einen Nervenzusammenbruch. Aber das ist deine Spezialität. Warte, ich krieg das hin. Oh mein Gott! Es guckt in meine Seele, Alter. Warte. Also, irgendwie wird man die. Alter, geht's hier noch? Was ist da los bei dir? Vielleicht können wir das so machen. So. Ich denke, das ist ziemlich akkurat. Ich denke, das ist okay. Das ist schon ein bisschen kacke, aber es ist okay. The 96, okay, danke dir für den Sub. Ich weiß nicht, wie ich das von hinten mache. Was bist du? Alter. Come on, was sehe ich denn hier? Was ist das? Oh nee! Ich hätte nicht gedacht, dass das Niveau noch mehr droppen kann, aber es ist wirklich. Also das ist die schlimmste Runde der Welt. Ich sag ich wirklich. Ich bin komplett ehrlich. Wärst du mal gegangen, Alter? Wieso hab ich ja gesagt? Okay, von hinten. Speedrun! Shit! Ich nehme übrigens das mit von hinten malen zurück. Ach, warum? Ach, wirklich? Sieht Kalle doch mal aus. Oh mein Gott. Alle einfach mit Brille? Bitte? Kalle, ja, Kalle. Mit Kalle so Cappy nach hinten Haare. Am besten. Mach mal Cappy nach hinten so. Cappy. Ich denke, das ist, glaube ich, ganz okay. Oh. Oh, warte, warum ist das denn? Scheiße. Oh, keine Ahnung. Ich hab. Ach, fuck. Mann, manchmal klappt das mit den Dingern nicht. Was zum Fake ist das? Also wirklich. Was ist das für eine Scheiße? Oh geil. Oh, ich hoffe, das kam noch durch. Hä? Kalle? Ja? Machst du noch mal aus? Also am besten machst du so Cappy nach hinten einfach und ein bisschen Bart ins Gesicht. Und eine Brille. Mann, die Farben ändern sich immer nicht, wenn ich da drauf drücke. Das habe ich ausprobiert. Manchmal ist es ganz wild. Oh, eine Cappy nach hinten. Das kennt keiner, glaube ich. Oh, Scheiße. Ha ha ha.
sehr gut darin, Scheißhaufen zu malen. Ich bin wirklich expertise. Okay. Bin auch mittlerweile sehr gut darin geworden. Das ist ein krasser Life-Skill. Ich bin so doof, ey. Aber das wird nix. Naja. Okay. Alter. Das ist halt... Dieser Bart. Oh mein Gott. Ah, geil. Leute, ihr müsst also... Oh, nice. Green Alien, Chantal. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Green Alien? Nein, nein. Das ist mein Satz. Fang damit gerne an, was du willst. Ja. Jo. Ja, übrigens, Burrito, wenn du das hier als Merch nehmen willst, will ich eine Beteiligung, ne? Warum musst du schon lachen, wenn ich die Strichmännchen zeichne? Chantau? Was Hänseln? Hänseln pink, du, das noch. Niklas, trägst eine Brille, Niklas? Ah, die Hänseln, auf die Hänseln. Negativ. Es ist einfach. Es ist einfach nur schön, was hier passiert. Ich glaube, das war die beste Idee meines Lebens, so eine Cursed Gartic Lobby zu machen, Alter. Es ist einfach nur schön. Also besser wird's nicht. Weiß ich nicht. Besser wird wirklich einfach nicht besser. Es ist warum einfach muss ich eigentlich jetzt schon, ein Traum. Warum habe ich jetzt eigentlich gerade schon den zweiten Fall gezeichnet? Ja, das schon durch. Oh nein. Fuck. Okay. Ja, scheiße. Alter. Ja, let's go. Der Hammer. Ja, let's go. Hau rein, Burrito. Holy shit. Okay. Es kann nur schlimmer werden als vorher. Ja, glaube ich auch. Ein Wolf jagt einen Hasen. Kalle guckt zu. Oh, Kalle, du Monster. Ich kann das erklären, was da jetzt kommt. Wolf? Ich kann das erklären, wenn es so schön anfängt. Ich will einfach nur, dass er Tiere zeichnet. Mehr will ich nicht. Wo bin ich? Alter, was ein krasser Wolf, ey. Ja, der das Wolf sieht nice aus, aber ich bin sogar am ersten. Ich habe am ersten sich als Wolf erkennen, aber fast eher als Maus oder wobei mit den Ohren. Ja, doch, das könnte man sogar fast so erkennen. Aber ich hab's nicht erkannt. Aber das ist ein Wolf. Das ist ein Wolf auf Steroide, oder? Also der ist ja, anders bei. Ja, deshalb sage ich ja, das ist irgendwie so eine süße Maus. Oh, okay. Oder eine Zombie-Katze. Ich kann das nicht erklären. Ey, hör auf, die von hinten zu malen! Vor allem, was grast sie denn da so? Sie ist voll am Grasen. Und dann läuft da so eine Maus. Ja, gut, ne? Grüne Katze jagt Maus. Grüne Katze, Alter. Chantal. Oh, das war eine Maus jetzt, meine, oder? Ich hab meine Maus anders gemalt, okay? Ja, hab ich gemerkt. Was ist das denn? Wegen den Ohren hab ich das sogar als Katze dieser erkannt. Dieser Windstoß da hinten, so richtig so... Ja, die hab ich leider gar nicht beschrieben. Das ist alles aber keine Katze. Alter, doch, Chantau, Mann. Grüne Katze und Siehste, schwarze Mini-Schildkröte. Das ist nicht wahr. Alter. Warum der gelbe Kopf? Was hat denn die Katze da gemacht? Ja, die Katze hat mittlerweile so Mäuseöhrchen bekommen. Shit. Alter, das ist sowas von die schlechteste Gruppe, in der ich je war. Das ey, ohne Witz. Aber war das nicht Sinn der Aktion? Ja. Es wird schwer, einen Sieger nachher zu finden. Among Us-Figur wartet. Ja, das kam anders an. Ja. Irgendwas kam mit Among Us bei mir an, aber ich... Oh! Fazi! Among Us, schwarz ist Sus und... Nein. Vented wollte ich da noch hinschreiben, ja. Aber... Was kam da an? Das macht es dann meistens dann schwieriger. Oh. Man erkennt es sogar. Ah, cool. Not bad. Jetzt verstehe ich. Among Us, der Imposter wurde exposed. Okay. Exposed. Exposed. So. Verstehst du? Einfach Mensch, ärger dich nicht und alle Team. Ich dachte. Aber verstehst du jetzt schon, Tau? Ich dachte. Ja, ich weiß, was ankam. Okay. Ich dachte, es wäre vielleicht eine geile Idee, mit diesen Kästen und so zu arbeiten, aber irgendwie. Hat das nicht funktioniert? Well. Green Alien, Redut, Chantau Hänseln, Pink Dude.
Einfach Chantau, okay. Der grüne Alien, der Red Dude und Chantau. Ich dachte, wir meinen Chantau, gell? Deswegen dachte ich, das soll so aus. Ja, das sieht auch ehrlich, ja. Ja, ist basically the same, Alter. Ja, die Bilder, ja. Von oben nach unten ist das Bild gleich geblieben, tatsächlich. Meine Among Us-Männchen tun mir so leid einfach. So, die sind einfach so cursed. Holy shit. Oh. Ich kann nicht mehr. Karlemann scheiße in sein Arsch. Chantau, was ist denn? Ich hab einfach nur ein Front. Einfach nur so ein Front. Ich hab an deinen Link gedacht, Kalle. Ich hab an deinen Link gedacht. Also, ich meine, Kalle. Scheiße in mein Arsch. Scheiße in mein Arsch. Es tut mir leid, was du jetzt sehen wirst. Burrito, Alter. Oh, und vor allem, man muss immer dieses Aller dazu schreiben, damit man merkt, dass ich das bin. Ja. Alter. Kal Kaki Allah hinten. Kal Kaki Allah. Ja, ich wusste, oh, Nick, ich wusste nicht, ob das R eine missratene Fliege ist oder ob das Absicht R, war. Hab ich R gemacht. Ja, das R. Ich hatte überlegt, ob ich es mit reinschreibe, habe aber dann das als dritte Fliege einfach erkannt. Das ist ein dicker Haufen auf jeden Fall. Ja. Da kannst du aber auch stolz drauf sein, sage ich dir. Ja. Ja. Scheißhaufen neben Kalle und Fliegen. Ja, sehr, sehr pragmatisch an der Stelle. Ja, und einfach, Fliegen. Beschrieben, was oh, nicer Bart. Ja, voll. Oder? Das ist geil. Stabil. Hast du den Kackhaufen ist doch genauso groß wie das. Ich hab mehr Zeit. Kalle schnüffelt an einem Scheißhaufen. Ich bin sehr froh, dass ich diese Runde beenden durfte. Ich habe wirklich alles gegeben und ich finde, es ist ein absolutes Meisterwerk geworden. Bitte. Wie er so die Augen zu hat und so richtig, oh lecker. Das ist die beste Runde, in der ich je war. Ich sag's, wie es ist, Leute. Das muss ich, warte mal, ich muss das Gift runter. Das ist die einzige Runde, ich schicke. Machen wir gleich, alles gut. Nee, ich kann's auch kurz reinschicken, falls es nicht genug genau ist. Alles gut. Okay, weiter geht's. Burrito im Autoscooter. Was kam da an? Okay. Du wirst. Oh, das soll das sein! Autoscooter! Jo, das ist sogar. Das könnte auch so eine Zwei-Mann-Schaukel sein, aber. Han, wir müssen mal lernen, wie Burritos aussehen. Also hinten diese Antenne, die erkennt man schon so ein bisschen, wenn man es weiß. Ja, jetzt, wenn man es weiß, kann man das durchaus. Aber haben Autoscooter Räder? Nein, oder? Doch, die schweben doch so. Nein, also die haben Räder, aber die haben immer so einen Gummiring drum. Ja, damit das die meine halt, ich doch, das meine ich doch. Ja, aber die haben schon Räder. Also. Die schweben doch nicht, Burrito. Das sind Gott, Raumschiffe, Alter. Nee, das sind echte Raumschiffe. Von der NASA auch. Aufzug? Ja, jetzt ist Aufzug mit. Plus. Ja, Burrito mit. Burrito im Aufzug. Happy. Happy. Ey, not bad, du hast den Aufzug erkannt. Nice. Was ist das? Würde ich freefallen, Alter. Das habe ich so als Bildpaar. Ich hab's auch gar nicht. Ja, ich hab's auch nicht. Was ist denn erkannt? Ja, das sieht aus wie ein Bild für mich. Was ist das denn? So Triple das Burrito aller zusammengeklebt oder was? Nein, das ist ein K. Das ist ein K. Naja, ist mir schon klar, aber wie soll man das organisieren, dass das so aussieht? Also wirklich. Lass das mal mein Problem sein, Kalle. Kannst du noch einmal in Chantau gehen, kurz, damit ich das Gift runterladen kann? Chantau? Einmal ein Hoch quasi. Kannst du selber machen. Du kannst selber hoch. Nein, kann ich nicht. Kannst du nicht. Achso, nee, hochgehen kann ich nicht, deswegen habe ich das Gift reingeschickt. Du kannst auf zurückgehen, oder? Egal, mach das einfach weiter. Alles gut. Aber das ist im Discord. Nee, egal. Egal. Ja, ich Achso, ja, dann ist eh egal. Dann ist cool. Dann gut. Ja. Hahn hat eine geschlechtliche Operation. Jetzt will ich sehen. Ich bin nicht fertig. Aber Chantau hat es bestimmt direkt verkackt. Also sorry, aber was ist das denn? Mann, ich wollte ein Huhn mit Brüsten sehen und du gibst es mir einfach also, nicht. Also not gonna lie, aber ja, das war ein Blöd mit einem Riesenpenis. Ja, das stimmt. Ach, das soll ein Pimmel sein, das der Strich? Ja, keine Ahnung, wenn das daneben die Klöten sind, dachte ich, das wäre der Pimmel. Ja, ich habe ein bisschen mehr künstlerische Freiheit benutzt, ne? Ja, jo.
What the fuck? Das habe ich komplett falsch verstanden. Oh, da kommt aber was ganz anderes bei raus. Das ist eine Kettensäge bei dir geworden. Das Zahn wird von Möwe gemessen. Ja. Ja. Und da muss ich sagen, ich glaube, das Bild wird richtig nice. Okay, okay. Ja, das habe ich richtig gefeiert. Das fühle ich richtig. So eine richtig schöne Hooligan-Möwe, die Sonne absticht. Alter. Richtig geil. Möwe sticht übertrieben die Sonne ab. Jawohl. Alter, das sind einfach nur vier Striche. Ja, das save ich mir, für Chantaus Lösevogel. Also ich bin sowas von enttäuscht. Ey, Nick, dein Bild ist so geil. Das von Niklas, ne, das ist der Hammer. Stich. Oh, geil. Kostzahn versus Quallenmann, das Ungeheuer. Ah, Ungeheuer war. Ich finde, ich habe das gut gemacht. Doch, ich fand es. Nice, ich Alter. Ich hab's auch genau. Das sieht mega aus, ja. Köstzern versus Riesenquallenmonster. Ja, Mann. Riesenquallenmonster. Ich wusste nicht mehr, wie wir es betitelt haben. Okay, wir sind halt auch beide sauer. Das finde ich voll nice. Es ist wieder Ditto. Let's go. Wie smack die Sonne aussieht, Alter. Ja, come on, bro. Die hat richtig Bock. So, ey, komm schon, Mann. Lass uns nicht streiten. Qualle gegen Köstzern am Boxen. Ja, ich hab dann am Ende noch versucht, jedem einzelnen Sachen so einen Boxhandschuh zu geben. Das war so. Nice! Das ist stark. Ah. Das sehen aus wie kleine Hüter, aber. Wenn ich's überlege, das wäre echt ein epischer Fight, ne? Wenn die so viele Arme haben. Ja, das gibt richtig Fratzengeballer, ey, ohne Witz. Fratzengeballer! Aber guck mal, die Cursed Sun ist noch happy, während die Qualle so komplett böse sind. Qualenmann, das Seemonster, kämpft gegen Cursed Sun. Tausend. Kennt ihr das auch aus? Boxhandschuhe waren scheiße! Alter! Das ist stark. Also, Nick hat ab und zu das einen richtig nice Moment, wo es nicht abgeht. Wie ist das eigentlich komplett durchgekommen? Holy shit. Ja, auch wenn das Quallenmonster nach der Hälfte die Seite geht. Eine Schlange. Das war nicht fertig, okay. Eine Schlange. Also, ich möchte dir das hier was mal, und zwar eine Schlange. Ich hoffe, du hast einen Penis gemalt, Alter. Okay? Du hast echt Pech gehabt, dass das Bild an mich gekommen ist, weil ich wollte es von hinten malen und deine Schlange von hinten ist halt ein grüner Kreis. Die Schlange von vorne, oder? Ja. Alter. Ja, von gerade hinten ist es einfach nur ein. Was? Grüner. Alter! Es war so klar, dass es einfach nur ein grüner Kreis wird. Mauki, du bist hiermit offiziell zu jeder weiteren Veranstaltung ausgeladen, Alter. Das ist einfach auch. Du hast das boykottiert hier. Du hast grüner Kreis mit hautfarbenem Bart. WTF ist das? Ja, also wirklich. So, und ich krieg das. So. Jo. Grüne Pfütze mit pinkem Bart. Ach, deshalb wurden das Pfützen. Okay. Oh. Das war eine Schlange. Mehr nicht. Ja, aber du siehst ja, wie die Schlange aussah. Nicht mal das kommt durch. Radioaktive Pfütze versus normale Pfütze. Ja, gut. Das ist normale. Das finde ich, habe ich jetzt wirklich gut umgesetzt. Oh, stark. Stark. Wow. Aber ich will das jetzt nicht durchgehen lassen, Mauki. Das ist Arbeitsverweigerung, was du da gemacht hast. Was heißt hier Arbeitsverweigerung? Vor allem, welche Schlange hat denn da unten irgendwie so eine Unterhose an? Was ist das? Unterhose, Alter! Was ist das? Das ist einfach nur schlimm. Der Bau! Kalle gönnt sich einen Weizen mit Niklas. Ja, okay, da kommt was anderes bei rum, oder? Oh, so, das ist aber gut. Oh, das sollte ein Bier sein. Oh, jetzt, okay. Chantau und Kalle kloppen sich. Hä? What? Aber du hast doch keinen Bart. Doch, das kam bei mir an. Oh mein Gott. Das kam bei mir an. Was ihr Spaghetti habt. Shit. Ich hab das gar nicht als Kalle. Oh. Alter, Kalle, das gibt's aber auch Leg Day, oder? Also die beiden sind schon. Absolut, absolut. Ja. Aber dafür die Spaghetti. Das sieht man im Stream eh nicht. Heft. Keine Ahnung, warum du dachtest, es sind Haare wahrscheinlich. Wahrscheinlich dachtest du, es sind Haare. Ah, wahrscheinlich. Ja, oh, Leute. ESG, nice. Und die Brille, Alter, wie die da so richtig nice wegfliegt, ey. Ja. Nick haut mit R. Okay, mit R. Ach so. Ey, okay, ich hab Haut, anstatt schlagen, habe ich die Haut gedacht. Nein.
Oh Gott. Wie kann man das denn? Wie kann aus Kalle günstig ein Weizen mit Niklas sowas werden mit so einem komischen. Alter! Das gibt es nicht! Das ist die schlechteste Gruppe der Welt!